Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbar mit dem Spiel Towns. Und wir wollen endlich Helden haben. Damit wir uns mal ein bisschen in die Tiefe buddeln können, um auch entsprechend mal an andere Rohstoffe zu kommen. Und dann auch mal ein paar Häuschen zu bauen. Weil wenn man durch die Tiefe buddelt, dann hat man jede Menge Steine, den können wir dann verballern. Aber ich glaube, wir müssen erstmal ordentlich, Essen herstellen. Oh, guck mal. Sollten sie gleich alle bewaffnet sein? Einer hat noch kein Schwert. Wer ist das? Lasst mal gucken. Jetzt haben wir zwei auf Vorrat. Ich fände es mal toll, wenn da ein paar mehr wären. Jetzt haben wir nämlich wieder keins. Oder eins. Super. Das reißt es alles raus. Ein bisschen Holz haben wir da noch. Einen Marktstand aufzubauen, das macht jetzt, glaube ich, noch gar keinen Sinn, weil wir noch nichts haben, was wir verkaufen können. Ein Bett fehlt noch. Und ich muss noch jemanden zweiten zuweisen. Der halt noch mit Backen tut. Das war jetzt richtig gutes Deutsch. So, geh dich mal ausrüsten, dann haben wir sie alle. So, jetzt sind sie alle fertig. Ausgerüstet. Dann können wir auch mal gucken, was wir als nächstes anstellen. Mal ein Lämpchen hinstellen. Und da vielleicht auch. Und einen Schachtisch. So, was haben wir denn hier an schönen Wänden? Sollen wir uns jetzt doch wagen, langsam nach unten zu gehen? Ich bin mir unschlüssig. Also ich würde schon behaupten, dass wir jetzt zumindest ein Weilchen überleben würden. Aber ansonsten kommen wir auch zu nichts, wenn wir jetzt hier einfach nur rumgammeln. Dann machen wir das Ganze doch mal.
man da dran? Ich befürchte nein. Dann machen wir das mal weg. Wir können ja hier das auch erstmal so wegmachen, damit wir mal ein bisschen mehr sehen. Wir müssen auf jeden Fall noch einen tiefer runter. Ich weiß nicht mehr, wie die Taste zum Drehen war. Und ich habe immer noch nicht nachgeguckt. So, jetzt aber. Jetzt sollte man hier doch. Ach komm, machen wir den einfach mal kaputt. Dann gehen wir da mal nach unten. So, und jetzt sollten wir uns doch hier auch in aller Ruhe mal entlang buddeln können. Erste Höhle stoßen. Dreck. Ja, da sind wir schon. Mich nach unten gefallen. Spider-Ride, ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, jetzt bräuchten wir definitiv einen Helden, der hier unten mal ein bisschen aufräumen geht. Hier mal gucken, wenn wir jetzt hier eine Leiter machen. So, und wenn ich jetzt, na, Momentchen, ich noch einen runter, wenn ich jetzt das hier so wegmache. Schon mal was. Das ist doch super. Dann können wir doch jetzt da eigentlich. Ah ne, wir müssen ja erstmal Eisen schmelzen. Das ist ja wurscht. Dann machen wir hier mal ein Leiterchen hin. Sofern das denn geht. Ne, geht natürlich nicht. Machen wir ein bisschen mehr Platz drumherum. Versuchen uns dem Ganzen dann so zu nähern. Ach, bloß ist wieder einer nach unten gestürzt. Nee. So, dann machen wir das Ganze noch nach da. Und so. Das ist echt Glück,
dass man da jetzt entsprechend ja, was gefunden haben. Ungünstig. Ja, wir können ja mal gerade gucken, was wir denn da bis jetzt so haben. Momentchen, wo finden wir das? Wo finden wir das? Materials. Ja, das ist das Holz. Wo haben wir das? Wo haben wir das denn? Kann ja jetzt nicht wahr sein, dass ich das nicht finde. Jetzt kann ich das nicht dahin. Ach, dann machen wir mal Destroy Ladder. Nee, das muss irgendwie abtransportiert werden. Halt, erstmal Pause machen. Jetzt machen wir hier mal ein kleines Stockpile hin. Und da tun wir jetzt wo haben wir es denn? Nur das Iron drauf. Ach nee. Nur das Iron. So. Den Matsch, den zerstöre ich mal. Und jetzt tun wir nur mal das dahin. Und dann gucken wir mal, ob wir dadurch dann, ob das schon funktioniert. Weil wenn, ist das echt klasse. Da bringen sie doch wieder den ganzen Scheiß dahin. Das letzte Mal musste ich mich nämlich richtig tief nach unten buddeln, um überhaupt an irgendwelche wertvolleren Rohstoffe zu kommen. Und deswegen ist das jetzt echt verdammtes Glück gewesen. Sieht's beim Essen aus? Ja, drei. Ja, wir kommen da nicht wirklich auf einen richtig grünen Zweig. Jetzt haben wir zumindest zwei Leute, die da irgendwie am Backen sind. Im Moment nichts Besseres zu tun haben. Mit den Helden ist das Ganze schon einen ganzen Ticken einfacher, weil die laufen nämlich immer schön runter in die Dungeons rein und plätten da wirklich alles. Bist du halt entweder selber den Löffel abgeben oder halt bei sich sind und dann entsprechend sich auskurieren und auch auf unsere Kosten dann natürlich dann sich den Wams vollhauen. Gut, aber ich denke, die Folge ist auch wieder lang genug und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fitzbahn. Ciao.